Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich fühle mich deutlich besser, die Temperaturen sind runtergegangen, meinem Kreislauf geht es deutlich besser. Ich habe ein bisschen besser geschlafen, wenn auch immer noch zu wenig, weil im Haus doch noch gut die Wärme stand und ich sie trotz aufgerissener Fenster nicht so wirklich rausgekriegt habe. Aber es geht mir besser, das ist das Wichtigste. Ich bin gerade bei Steffi. Wie angekündigt warte ich auf den Handwerker und er war schon da. Es wurde gesagt zwischen 11 und 1. Und dann dachte ich, ja gut, bist du mal Viertel vor 11 hier. Stand ja schon vor der Tür. Ja, meinte halt, ja, wäre ja kein Problem, er wäre halt ein bisschen zu früh gewesen und hat halt gewartet. Das heißt, wir haben jetzt 11:30 und das ganze Ding ist durch und ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Zeit verbracht, weil ich die Fenster aufgemacht habe. Steffi kann die Fenster ja nicht offen lassen, wegen dem kleinen Mut, wegen ihrer Katze. Und hier oben stand auch noch ganz gut die Wärme drin und dann habe ich jetzt gerade halt einfach den Mu ins Schlafzimmer gesperrt und habe ihm mal in der restlichen Wohnung die Fenster aufgerissen, dass hier mal zumindest ein bisschen Durchzug geht und ein bisschen die Wärme rausgeht. Ich werde mich jetzt aber auch wieder auf den Weg machen. Ja, ich hoffe, ihr kommt gut in den Tag. Wir sehen uns gleich. Meiner war bisher ganz ordentlich. Es ist später geworden. Ich habe heute den Tag dann doch etwas vertrödelt und damit verbracht, meine Batterien aufzutanken. Meine Akkus aufzutanken, also ihr wisst, was ich meine. Es war heute deutlich angenehmer, der Tag ist aber noch nicht vorbei. Ich habe nämlich dann heute Abend doch irgendwie einen Koller gekriegt. Da habe ich angefangen, dieses Zimmer hier aufzuräumen, auch wenn es jetzt gerade vielleicht nicht so aussieht im Vlog. Also da ist die Tür. Es ist schon deutlich ordentlicher. Man konnte die Tür, weil ich hier nach dem Umzug viele Sachen einfach noch reingeworfen habe, man konnte die Tür fast nicht mehr öffnen. Und ich habe jetzt wirklich schon einen Großteil aussortiert. Das, was jetzt hier im Prinzip noch ansteht, sind diese beiden Taschen, die vor mir stehen. Da ist kleinen Scheiß vom Umzug drin, den ich jetzt noch aussortieren werde. Und dann ist hier noch mein zerlegter Ironman-Anzug, der hier da zum Teil und da rumsteht. Und ein Luftbett, das noch einen Platz braucht. Aber ansonsten ist es hier dann schon deutlich ordentlicher als vorher und ich bin ziemlich erleichtert, dass ich das heute angegangen habe, weil mich dieses Zimmer seit langem in dem Zustand gestört hat. Und jetzt wird es tatsächlich. Ja, ich gebe schon mal einen kleinen Ausblick auf morgen. Ich werde morgen einen halben Tag arbeiten. Ich habe morgen Vormittag nochmal frei. Einfach weil ich hab mit meinem Chef gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob ich noch mal einen halben Tag haben kann. Dadurch, dass in den letzten beiden Tagen, dass ich hier so platt lag, noch einiges an kleinen Scheiß liegen geblieben ist, den ich eigentlich zum Ende meines Urlaubs hin noch mal erledigen wollte, habe ich morgen noch mal einen halben Tag Urlaub, werde dann gegen 2:30 auf der Arbeit eintrudeln. Ja, das wird dann halt auch so passieren. Ja. Mehr habe ich jetzt gerade nicht zu erzählen. Ich werde mich jetzt hier noch an diese beiden Taschen machen und würde daher sagen, das ist noch nicht das Ende des Vlogs. Wir sehen uns gleich. So, Dalle, hier ist es noch ein bisschen leerer geworden. Ich habe die Taschen aussortiert und also den Inhalt der Taschen aussortiert und so weit weggeräumt. Und ich bin gerade sehr glücklich und zufrieden. Ich werde hier morgen hoffentlich den Rest schaffen. Das heißt, ich hatte ja den Iron Man auf dieser Schaufensterpuppe, die zerlegt ist. Die möchte ich wieder verkaufen und werde den Iron Man in seinen Einzelteilen erstmal so lagern. Und ja, werde ihn ja vielleicht hoffentlich irgendwann mal zu Ende bringen, wer weiß das schon. Oder vielleicht fange ich auch einen neuen an. Das ist halt ja ein Dauerprojekt von mir, das ich jetzt seit fast 5 Jahren, an dem ich jetzt seit fast 5 Jahren arbeite. Egal, darüber wollte ich gar nicht reden. Ich bin gerade einfach nur erleichtert, dass sich hier heute doch noch was getan hat und worauf ich mich jetzt auch sehr freue, ist, dass ich jetzt ins Bett gehe und oben in meinem Bett schlafe. Ich habe die letzten 3 Nächte unten auf der Couch verbracht, einfach weil es oben im Dachgeschoss viel zu warm war. Und ich bin einfach froh und glücklich, dass ich jetzt wieder oben in meinem Bett im Schlafzimmer schlafen kann und das werde ich jetzt auch tun. Ja, den kleinen Ausblick für morgen habe ich euch schon gegeben. Ich freue mich darauf, dass morgen mehr passieren wird. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog. Gute Nacht.